Hallo zusammen. Heute geht es um die neue Souvenir-Kampagne von Groundspeak. Die heißt Hidden Creatures und sie startet jetzt im Sommer. Etwa einen Monat lang hat man Zeit, um eine ganze Menge Caches zu suchen oder Events zu besuchen. Und als Belohnung dafür erhält man bis zu 13 Souvenirs. Und ja, das wird jetzt schon hinreichend viel kommuniziert. Und zwar unter anderem, wenn man die App aufmacht auf dem Smartphone, auf dem iPhone oder Android. Wenn man die Geocaching-App aufmacht, wurde ich heute Morgen begrüßt mit dem Hinweis auf diese Souvenir-Kampagne. Was muss man tun, um die Souvenirs zu bekommen? Es gibt insgesamt im Übrigen 13 verschiedene Souvenirs. Es geht los mit Bigfoot. Um Bigfoot als Souvenir zu bekommen, brauche ich ein Cache oder ein Event. Das nächste ist die Fee. Dafür brauche ich dann schon 3 Caches oder Events. Dann kommt das Einhorn, dafür brauche ich 5. Für den Kraken brauche ich 7. Für Hippocamp, was ist denn das? Keine Ahnung. Brauche ich auf jeden Fall 9. Für die Meerjungfrau 11. Für die Sphinx 15. Der Greif, ne? Greifen ist ein Greif wahrscheinlich, brauche ich 20, für den Phönix 25, für den Troll 30, für den Yeti 35, für den Drachen 50 und für die Weltschildkröte, die auch hier quasi im Titelbild zu sehen ist, brauche ich ganze 100 Caches respektive Events. Ganz schön viel, aber hat ja einen Monat Zeit dafür, das heißt ja im Schnitt pro Tag etwa 3 Caches bzw. Events. Viel zu tun. Das Ganze ist in die Geocaching-App eingebunden. Du kannst das direkt in der App spielen, auch deinen Fortschritt sehen. Es hilft diesmal nicht, wenn Freunde das auch machen. Also die Freundesliga, die ist nicht involviert, wie bei der Aktion im letzten Jahr. Da konnte man ja gemeinsam mit Freunden sich auf Punktejagd begeben. Das hat aber diesmal keinerlei Bewandtnis. Und genau, das ist noch wichtig. Wie gesagt, es gibt für Events, für C2-Events, für Megas, für Gigas, für jede Cache-Art gibt es jeweils einen Punkt. Das ist nicht relevant, ob es eine Letterbox, ein Mystery oder Multi ist. Gibt für jeden Cache genau einen Punkt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Über verschiedene Cache-Arten könnte man natürlich die Spieler auch herausfordern, mal andere Dinge zu machen als ein Trally. Aber so sieht's aus. Es gibt natürlich auch einiges an Merchandising. Das können wir uns hier mal anschauen im Blog. Es gibt eine Coin dazu. Da ist ein Tag auch dabei. Und es gibt für jedes einzelne Souvenir tatsächlich auch einen passenden trackbaren Metal Tag. Die sehen in meinen Augen ziemlich schön aus und der ein oder andere wird die sich sicherlich auch besorgen. Gibt es in Deutschland zum Beispiel beim Geocoin Shop. Ja, das ist es zu der Souvenir-Kampagne. Ich denke, das wird eine spaßige Sache, da werden viele Geocacher mitmachen und die Fundzahlen oder Aktivitätszahlen in dieser Zeit, die werden sicherlich ordentlich nach oben gehen. Ich bin gespannt drauf, ich selber bin in der Zeit auf Fahrrad-Geocaching-Tour und werde auch reichlich Gelegenheit haben zum Cachen und hoffe, dass ich alles zumindest erlange. Das war's, bis zum nächsten Mal.